Die geografische Lage und die geschichtliche Entwicklung legen nahe, dass die Beziehungen zwischen der Tschechischen Republik und dem Freistaat Sachsen eine ganz besondere Note bekommen muss. Daher wurde vor 15 Jahren am Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna ein binationaler Bildungsgang im Schuljahr 98/99 geschaffen. Die Vereinbarung des sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport und dem tschechischen Ministerium für Jugend, Kultur und Sport wurden zunächst für 25 Jahre geschlossen und wird danach, sollte es noch genug interessierte Schüler und Eltern geben, für unbestimmte Zeit weiter gelten. Am Friedrich-Schiller-Gymnasium sollen mit dem deutsch-tschechischen Bildungsgang so etwas wie Brücken der Verständigung zwischen den Schülern und auch den Eltern geschlagen werden. Doch wie immer war aller Anfang schwer. Die Lehrkräfte mussten gefunden werden, dazu gab es noch gar keine Vertragsgrundlagen, ein Internat gab es nicht, das musste erst gebaut werden. Die Familien haben dann die tschechischen Kinder aufgenommen, die entsprechende finanzielle Zuwendung, die kam nicht. Da habe ich damals noch mit meinem eigenen Geld erstmal ausgeholfen, ich habe mir es dann vom Kultusministerium zurückgeholt. Ja, das waren so die Anfänge, das war abenteuerlich, aber ich muss sagen, es hat sich einfach gelohnt. Andererseits waren damals Dinge möglich, die man einfach persönlich ausfüllen konnte, die Freiräume nutzen und gestalten, das hat auch etwas Schönes für sich. Man hat also die noch nicht vorhandenen Vereinbarungen, Verwaltungsvorschriften einfach erstmal selbst gestaltet. Voraussetzungen, um an das Gymnasium zu kommen, sind eine Bildungsempfehlung für ein Gymnasium und das Bestehen einer Aufnahmeprüfung. Vorkenntnisse in tschechischer Sprache sind dafür nicht notwendig. Angeschlossen an die Schule und den bilingualen Zug ist auch ein Internat. Wir haben mit dem Internat natürlich noch nicht 15 Jahre Erfahrung, sondern im ersten Jahr waren alle 15 tschechischen Schüler, es gab nur 15, waren die in deutschen Gastfamilien. Danach wurde ein Übergangsinternat gebaut auf der Grohmannstraße und wir sind ja erst im Jahr 2000 hier eingezogen. Das heißt, das sind dann also 13 Jahre. Und da war der erste Teil fertig, das heißt, die Schüler kamen in die Räume, die sie da auch gesehen haben und waren natürlich hellauf begeistert, dass da so noch Balken in den Räumen sind oder dass das alles doch schon ziemlich familiär aussieht und nicht so 0815. Also kein Zimmer gleich dem anderen und das fanden auch die Schüler von Anfang an toll. Insgesamt bewohnen das Internat derzeit 90 Schülerinnen und Schüler. Gewohnt wird vornehmlich in Zweier- und Dreierzimmern. Pro Etage haben die jungen Bewohner jeweils noch eine kleine Gemeinschaftsküche, in der das Internatsleben stattfindet, die Jugendlichen sich eine Kleinigkeit kochen können, Tee zubereiten oder einfach nur miteinander quatschen. Und natürlich wird auch so mancher Blödsinn ausgetüftelt. Ich weiß nur noch die erste Woche, wo ich mal im Internat war. Da gab es gleich am ersten Abend eine Wasserbombenschlacht. Mitten im Gang mit riesigen Kübeln mit Wasser und dann der ganze Gang war unter Wasser und das war schon recht irre. Und ich war erst geschockt und dachte, hui, was ist hier los? Aber letztendlich ist es wirklich ein gutes Beispiel auch für die Tschechen und wie sie leben und wie sie das Leben genießen, finde ich. Noch etwas Besonderes bietet das Pirnaer Gymnasium. Die Schülerinnen und Schüler des binationalen Bildungsganges haben durch ihren zielgerichteten Lehrplan sehr gute Chancen, um das europäische Exzellenzlabel Certilingua zu bekommen. Also herzlichen Glückwunsch zum 15. Geburtstag, Bilingua.